Mama, kann ich heute das Steinzeitkostüm in die Schule anziehen? Ja klar, das kannst du machen. Oh, dann will ich aber auch nicht schon wieder das Erdbeerkostüm anziehen, sondern was anderes. Du hättest ja zum Beispiel noch das Bienenkostüm. Ja, das will ich anziehen. Du hast ja noch ein bisschen Zeit, Anna. Jetzt muss erst Lena zur Schule, damit sie nicht zu spät zur Fasnachtsparty kommt. Tschüss, das wird heute bestimmt lustig in der Schule. Aber warte mal, Lena, willst du nicht deinen Schulranzen mitnehmen? Oh, meinst du, ich brauche den? Naja, du weißt doch nicht, was ihr noch macht, bis die Narren euch befreien. Vielleicht malt ihr ja noch etwas oder so. Das stimmt, ich hol ihn schnell. So, jetzt habe ich aber wirklich alles. Tschüss, viel Spaß. Danke, bis später. Tschüss. Hallo. Ausnahmsweise freue ich mich heute richtig auf die Schule. Das wird bestimmt ein lustiger Morgen. Ja, letztes Jahr haben wir mit Frau Bader eine richtige Party gemacht. Das war cool. Ich habe an Fasnachtsumzug übrigens, Herr Pauli, eine riesige Konfetti-Ladung ins Zimmer geschossen. Überraschung! Boah, Mann! Das stimmt. Ich habe es gesehen. Malte hat richtig gut gezielt. Voll ins Fenster. Wir müssen rein. Das macht Spaß, verkleidet in die Schule zu gehen. Ja, als was verkleidet sich wohl Herr Pauli? Hallo, Frau Bader. Guten Morgen, Kinder. Ich wünsche euch viel Spaß heute. Danke. Also Frau Bader ist immer schön verkleidet. Guten Morgen. Herr Pauli, Sie sind überhaupt nicht verkleidet. Ja, muss ich ja auch nicht. Es reicht doch auch, wenn ihr verkleidet seid. Was machen wir denn heute, Herr Pauli? Wir machen jetzt Mathe. Nee, oder? Wir schreiben heute wie jede Woche unseren Mathe-Test. Was? Aber heute ist doch Fasnacht. Die anderen Klassen machen doch heute Party. Und kein Unterricht. Man kann doch nicht immer nur feiern. Man muss auch mal was arbeiten. Das macht er bestimmt nur, weil du ihm das Konfetti angeschossen hast. Mensch, das war doch nur ein Spaß. Es ist doch Fasnacht. Bitte Ruhe da hinten. Konzentriert euch bitte. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Denkst du, ich etwa? Die Musik lenkt mich voll ab. Und jetzt spielen wir Stopptanzen. So, die Zeit ist um. Bitte jetzt aufhören zu schreiben. Ich sammle die Tests jetzt ein. Was schon? Ich habe noch lange nicht alle Aufgaben. Ich bin auch nicht fertig geworden. Ich auch nicht. Mir fehlen sicher 10 Aufgaben. Nari! Nari! Liebe Kinder, wir sind hier, um euch von der Schule zu befreien. Ab sofort haben hier die Narren das Sagen. Ja, hurra! War euer Lehrer denn auch immer schön brav? Nein! Wir mussten vorhin noch einen Mathe-Test schreiben und das an Fasnacht. Ha, das geht aber gar nicht, Herr Pauli. Da muss ich mich als Narrenpolizist wohl mal um euren Lehrer kümmern. Ich nehme sie jetzt mit. Und ihr Kinder dürft jetzt auch mit nach unten kommen. Cool! Was für ein Glück, dass die Narren jetzt gekommen sind. Alle Lehrer bitte hier in die Ecke. Liebe Kinder, der Narrenpolizist hat eure Lehrer jetzt verhaftet. Damit sie wieder freikommen, müssen sie sich jetzt in einem Spiel beweisen. Frau Bade und Herr Pauli spielen nun gegeneinander. Wir haben hier besonderen Fasnachtswackelpudding vorbereitet. Beide Lehrer bekommen nun zunächst die Augen verbunden. Die Hände kommen hinter den Rücken. Und wenn ich das Kommando gebe, müssen sie so schnell wie möglich den Wackelpudding ohne Hände aufessen. Achtung, fertig, los! Oh, Wackelpudding mache ich gar nicht. Boah. Feuert doch eure Lehrer ein wenig an. Ha!
Das nur für ein klebriger Pudding. Herr Pauli hat alles im Gesicht. Frau Bader liegt in Führung. Super, Frau Bader hat als erstes alles aufgegessen. Sie hat gewonnen. Vielen Dank fürs Mitmachen, Frau Bader. Sie sind jetzt frei. Super, Frau Bader. Ja, danke. Ihr dürft jetzt dann gleich nach Hause gehen. Ihr könnt ja schon mal eure Schulranzen holen. Kann ich jetzt auch gehen? Als Verlierer, Herr Pauli, müssen Sie nun mit uns noch weiterziehen und mit uns noch ein bisschen Fasnacht feiern. Wir haben draußen für Sie einen hübschen Wagen stehen. Nein, auch das noch. Hey, schaut mal, da liegen ja noch unsere Tests. Was machen wir jetzt damit? Sollen wir sie vielleicht einfach in den Müll werfen? Nein, Herr Pauli könnte sie hier finden und sie wieder aus dem Müll holen. Ich nehme sie lieber mit. Und seine Tasche hat er auch vergessen. Die können wir ihm ja noch bringen. Schaut mal, Herr Pauli sitzt schon im Wagen. Herr Pauli, Sie haben da was vergessen. Oh, Lukas, meine Tasche und die Tests. Ja, gib sie mir bitte noch schnell. Oh, die Tests. Was für ein Unglück! Ja, da kann man wohl nichts machen. Aber die Tasche können Sie gerne haben. Nachdem die Narren nun allen Kindergartenkindern und Schülern freigegeben haben, geht es bei uns immer zum Narrenbaum aufstellen. Und wie das funktioniert, das seht ihr hier. Ich rutsche jetzt auch mal, Evi. Okay. Hurra, das macht Spaß. Liebe Kinder, Achtung! Alle mal herhören! Wir gehen jetzt raus zum Narrenbaum stellen. Schau, Anna, da ist Lena. Bei uns war Disco. Bei uns war alles voller Konfetti. Und es gab eine Rutsche. Wow, cool. Und 1, 2, 3, 4. Narro, Narro! Narro! Liebe Närrinnen und Narren, wir stellen jetzt den Narrenbaum. Alle Zunfträte nun beim Baum versammeln. Es fehlen noch die Stangen. Wo sind die denn? So, jetzt ist alles da. Los geht's! Schau, jetzt haben wir den Baum schon hochgehoben. Wunderbar, jetzt umsetzen. Noch ein Stück nach vorne und die zweite Gabel ansetzen. Achtung, vorsichtig. Der Baum ist ganz schön hoch. Ja. So ist gut. Nachsetzen. Noch ein paar Zentimeter, dann steht der Baum. Unser Narrenbaum steht. Oh, doch nicht zum Glück. Wir wünschen euch eine frohe Fasnachtszeit. Narro! Wenn euch unser Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben
Und hier könnt ihr euch, wenn ihr wollt, gleich noch ein anderes Video aussuchen und gleich weiterschauen. Bis bald. Tschüss.